als die Hare Krishna-Bewegung gestartet wurde, begonnen hat, da war sie primär tempelorientiert oder monastisch, könnte man sagen. Das heißt, die meisten Devotis lebten im Tempel, lebten sehr strikt im Krishna-Bewusstsein. Nun breitet sich die Hare Krishna-Bewegung mehr aus. Wir haben eigentlich eine gemeindeorientierte Bewegung, oder man könnte sagen, die Mehrzahl der Devotis heutzutage leben als Gemeindemitglieder. Dadurch ist natürlich diese starke Verbindung mit dem Tempel nicht mehr wie am Anfang, als halt eben alle im Tempel gelebt haben. Und aus diesem Grund sind viele Devotis, die sich jetzt als Devotis bezeichnen würden, mehr in Kontakt mit der materiellen Energie, und ihr spirituelles Leben ist deshalb auch nicht mehr so strikt. Manche schaffen das und leben auch in den eigenen vier Wänden eigentlich sehr strikt und sehr konsequent, aber viele müssen eben Kompromisse eingehen. Auch soll dieses vedische Wissen für Leute sein, die eben noch keine Devotis sind oder sich nicht als Devotis sehen. Und diese Informationen sind für die auch wichtig. Der Grund, warum wir in der materiellen Welt sind, ist der Neid auf Krishna, der sich im Besonderen ausdrückt im Neid auf seinen sogenannten Adi Rasa. Rasa, also wir sagen manchmal umgangssprachlich Rasa, aber Rasa sagt man eigentlich. Dieser ursprüngliche Geschmack, den Krishna erfährt, im Austausch mit seinen Freunden, mit seinen Geweihten. Im Besonderen mit den Gopis. So, das ist diese ursprüngliche amoröse Beziehung zwischen Krishna und Srimati Radharani, die sich auf verzerrte Art und Weise in dieser materiellen Welt widerspiegelt, in Form von Karma. In der spirituellen Welt ist es Prema, reine Liebe zu Krishna, in der materiellen Welt ist es Karma oder Lust. Arjuna fragt auch in der Bhagavad Gita, er fragt Krishna, warum handelt jemand sündhaft, obwohl er das gar nicht möchte? Warum handelt er sündhaft gegen seinen eigenen Willen? Und Krishna sagt, Kama Esha, Krodha Esha, Raja Guna Samudbhava, Mahashana Mahapapma, Vidi Enam Iha Vairinam. Das heißt, es ist der Grund, warum man sündhaft handelt, wie getrieben, wie gesteuert, gesteuert eben, ist Karma. Karma heißt eben Lust. Und aus dieser Lust entsteht auch Zorn und dann die ganze Verwirrung und so weiter. Und Krishna sagt, kenne, und das ist ein großer Feind, Mahashana und Mahapapma. Mahashana heißt der große Feind dieser Welt, diese Lust und auch die große Sünde, Mahapapma. Und kenne diesen Feind, wie die Inam Ihar Vairinam, kenne diesen alles verschlingenden Feind. Das ist sehr wichtig für einen Devoti, für einen Yogi, für einen Transzendentalisten, einen spirituellen Menschen, diesen Hauptfeind zu kennen, das ist eben diese Lust. Lust treibt uns an zu genießen. Wir wollen die Welt genießen, wir denken, die Welt ist für uns da, damit wir Freude erfahren können. Und der Höhepunkt dieser Freude ist Sexualität. Das sagt Srila Prabhupada auch in der Bhagavad Gita im 6. Kapitel, Vers 13 bis 14. In dem Vers spricht er über Brahmacharya und in der Läuterung. Und er spricht darüber, wie notwendig Brahmacharya ist oder Zölibat für spirituelles Leben, um die materielle Illusion zu überwinden, um die Identifikation mit dem physischen Körper zu überwinden, denn wir sind nicht dieser Körper, sondern die Seele. Und die Seele identifiziert sich mit diesem Körper. Und die Bindung an den Körper, die Identifikation mit dem Körper, wird verstärkt durch Sinnenbefriedigung, Sinnengenuss, die ihren Höhepunkt hat in dieser sexuellen Freude. Maituna heißt auch Maituna Agara, dass diese Freude, sexuelle Freude, ist wie eine Fessel und fesselt die Seele an die materielle Welt, an den Körper. Und diese sexuelle Freude und diese Lust verwirrt die Seele. Man weiß, Lust verwirrt unser Bewusstsein und man kann nicht klar denken, man kann nicht klar sehen. So heißt es, sagt eben Krishna, versuche diesen Feind zu überwinden. Unsere heutige Gesellschaft lebt wie getrieben von dieser Lust. Das ist eines der
wichtigsten Dinge und es nimmt schon solche perversen Formen an, dass man meint, Sex ist für alle da, unabhängig von jedem Lebensstand, Lebensalter, unabhängig von welcher Färbung auch immer, Sexualität ist ein wunderbares Gut und jeder soll es genießen können. So können wir diese Sexualisierung der Gesellschaft beobachten und das wird praktisch immer schlimmer, immer perverser sogar. So dass sogar das Alter für Sexualität, das will man immer mehr reduzieren. Man will eben auch Kindern sogar diese Sexualität nicht vorenthalten. Das ist ja unmenschlich, sie zu behindern ihrer freien Auslebung und all solche. Das wird immer, immer verrückter. Kein Wunder, dass die Menschen selbst eben verrückt werden, weil diese ungehemmte sexuelle Auslebung verwirrt die Menschen. Die macht einfach verrückt. So ist es einfach. Wie jede andere Berauschung auch. Deshalb ist der Sinn von jeder Religion, die Sexualität zu kontrollieren. Sie nicht ungefesselt oder sie nicht zu entfesseln. So wie auch Krishna sagt, kontrolliere diesen Feind, verstehe diesen Feind. Das Problem an der Sache ist, und da kommen eben dann die Leute ins Spiel, die dann sagen, Religion unterdrückt Sexualität und das führt dann natürlich zu so vielen Problemen, sieht man in der Kirche, so viel Missbrauch und all das. Und es stimmt auch. Aber warum entsteht das? Das entsteht, weil man nicht die Lösung für das Problem hat und einfach nur das Problem unterdrücken will. Wenn die Sexualität einfach unterdrückt wird, weil man meint, sie ist böse oder schlecht, dann ist wie ein Bumerang, das kommt zurück. Man kann diese Kraft sozusagen nicht unterdrücken. Deshalb lehrt Krishna in der Bhagavad Gita auch, im 7. Kapitel sagt er dann selbst, Bala Balabatang Jaham Kama Ragavi Balcham Dharma Virudo Bhuti Shukamotsmi Bharatashava. Er sagt, ich bin diese Kama. Also vorher sagt er, also im 3. Kapitel sagt er, kenne diesen Feind, kenne die Lust. Und im 7. Kapitel sagt Kamosmi, das heißt, ich bin die Lust. Aber was meint er? Er sagt, die Lust oder die Sexualität, die nicht im Widerspruch steht zu den spirituellen oder religiösen Prinzipien, nicht, er sagt Dharma, nicht im Widerspruch steht zu Dharma. Und er sagt, diese Sexualität, diese Karma, das bin ich selbst. So gibt es sozusagen eine heilige Sexualität. Und das ist, wenn man die Sexualität dafür verwendet, wozu sie natürlicherweise auch gemacht ist, und das ist, um Kinder zu zeugen, um Nachkommen zu haben. Wenn ein Ehepaar sich entschließt, Kinder zu haben und aus diesem eine Seele einzuladen und dann Sexualität hat, dann ist dieser Akt heilig. Dann ist dieser Akt spirituell. Dann ist dieser Akt nicht bindend und nicht verwirrend, sogar erhebend. Wohingegen Sexualität, die einfach nur wegen der Lust gemacht wird, einfach nur aus dem Egoismus und der Sinnenbefriedigung, diese bindet und das ist nicht Krishna. Und die soll man aufgeben. Jeder ernsthafte Transzendentalist gibt diese Sexualität auf. Und es wird ein Ratschlag gegeben von Prahlad Maharaj, der sagt, Yan maitu nadi kriya medis sukam hitucham kandu yanena karayori vaduka tukam. Tripyanti nea kripana bahuduka bhaja kandutivan manasichang vijahetadira. Und er sagt, diese Sexualität wird genossen von den Kripanas, also diejenigen, die sehr geizig sind, sehr materialistisch sind. Und sie denken, das ist der Sinn des Lebens. Das ist, wozu wir da sind. Und sie verstricken sich in diese ganze materielle Identifikation. Und er sagt, wie kann man das überwinden? Er gibt einen Tipp. Er sagt, diese Lust ist einfach wie ein Juckreiz. Wie ein Juckreiz. Und man muss lernen, den Juckreiz zu tolerieren. Weil wenn man den Juckreiz versucht zu befriedigen, zu überwinden, zu überkommen, durch Kratzen, ja, dann wird es nur schlimmer und er wird nicht weggehen. In selber Weise, diese Lust wird gestärkt durch die ständige Beschäftigung und wird nicht weniger. Das heißt, man muss entsagen. Und dann, wie der Juckreiz auch, geht es weg. Am Anfang ist es vielleicht nicht leicht, aber es wird weniger und weniger und geht weg. Und deshalb müssen wir lernen, uns weniger und weniger damit zu beschäftigen
Und genau, die, das, was ich eben sagen wollte, warum kommt die zurück, die Lust? Warum ist das, dieser Einwand berechtigt zu sagen, ja, du kannst Sexualität nicht unterdrücken, wenn man nicht die positive Alternative kennt? Die positive Alternative ist die spirituelle Lebensweise, ist Krishna, ist der Adiras. Wie gesagt, der Adiras, die ursprüngliche spirituelle, amoröse Freude Krishnas, Gottes, mit all seinen Lebewesen, speziell mit den Gopis, wird pervertiert, verzerrt, wiedergespiegelt in dieser materiellen Welt. Und wenn wir unser Bewusstsein wieder auf die ursprüngliche spirituelle Realität richten, dann überwinden wir die materielle Welt und sogar die Sexualität und haben gar kein Problem damit, weil die spirituelle Freude unendlich schöner und wunderbarer ist und im Vergleich dazu diese materiellen Freuden einfach null und nichtig werden. Die werden einfach unbedeutend. Denn wenn man irgendetwas neben Krishna stellt, der unendlich wunderbar ist, unendlich groß, dann wird logischerweise alles, was neben ihm steht, unendlich klein. So müssen wir einfach nur Krishna erkennen, der unendlich wunderbar ist, und dann werden alle anderen Dinge einfach unbedeutend. Sogar diese sexuelle Freude, die so, die scheinbar und unüberwindlich ist, wird auch überwindbar. Srila Prabhupada hat diese Zivilisation, in der wir leben, sehr stark verurteilt für unsere Sexsucht. Er hat gesagt, sie sind alle sexsüchtig. Was für eine Zivilisation ist das? Und man sieht das, wie gesagt, in der heutigen Zeit, was das für perverse Ausmaße annimmt, um jede Art von Sexualität, jede sexuelle Neigung zu rechtfertigen und sozial akzeptabel zu machen, obwohl sie das eigentlich nicht ist. Und unsere Zivilisation mehr und mehr verdammt eigentlich. So in der Hinsicht haben wir im Krishna-Bewusstsein etwas, eine Lösung anzubieten, wenn man das Problem versteht. Nur die meisten verstehen das Problem leider nicht. Nichtsdestotrotz, wir geben dieses Wissen weiter und weiter und weiter und finden Menschen, die das akzeptieren und wertschätzen und dadurch wirklich transzendentale Freude erfahren können, weil solange wir die materiellen Freuden genießen, dann ist das widerstrebt das den spirituellen Freuden. Das heißt, je mehr materielle Freuden ich genieße, ne, desto mehr die spirituellen Freuden gehen nach unten, verringern sich. Und je mehr ich entsage, dem materiellen Leben entsage, das spirituelle erkenne, mich dem widme, und dann erkenne ich diese spirituelle Dimension. So diese Dinge stehen konträr zueinander, bedingen sich in der Hinsicht. So, das ist das Zeichen für Spirit und Fortschritt, wenn wir frei werden von materieller Sinnenbefriedigung, im Besonderen von Lust. Und das kann man im Krishna-Bewusstsein lernen und diese höhere Freude erfahren, wodurch all diese materiellen Freuden einfach unbedeutend werden.